Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom Top 4. In dem Fall auf der Karte Wadi und wir sehen den E50. Ein wunderschönes deutsches Gerät. Also, da ist dementsprechend auf jeden Fall Spaß und Stimmung dabei. Bin sehr gespannt. Ich mag den Panzer sehr gerne. Gerade weil er einfach so unglaubliche Masse mitbringt und da einfach für Ärger beim Gegner sorgen kann. Jetzt schauen wir mal, wie er sich hier verhält und wie er fährt. Sie sind hier in der verteidigenden Position und er fährt jetzt erstmal hier durch die Stadt. Will wohl in die Mitte und vielleicht da auf den Hügel dann da hoch, wo die anderen Jungs fahren. Nee, doch nicht. Nimmt da die äußere Stadt und da muss er aufpassen, weil da ist er schon gefühlt recht weit vorne. Das kann schon auch ab und an hier für ordentlich Stimmung sorgen. Da sind schon die ganzen Gegner. Und der 201 der FV, der bekommt hier gleich die erste Schelle. Und da jetzt der Super Pershing. Den kriegt er gleich schön seitlich. Ja, auch die nächste. Ja, jetzt hat er sich einen schönen Spot ausgesucht, weil ihn kommt jetzt hier keiner angreifen. Also kann er hier wirklich schön wirken. Natürlich auch Top-Tier zu sein. Top-Top-Tier. Oh, ob er den eigentlich wollte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er ihn mal weggemacht. Muss ja auch mal sein. Ah. Oh. Kurz zu spät. So, da wieder der Super Pershing. Und der prallt ab. Und mit der nächsten könnte er vielleicht schon wegmachen. Ja, perfekt. Da ist er auch schon weg. Zweiter Kill. Drei hat's Team, zwei hat er. Läuft bisher ganz gut für ihn. Da hinten jetzt der T20, auch der. Jeder bekommt hier ein bisschen. Da lurkt jetzt der Black Prince über die Düne. Bleibt da oben auch noch stehen. Perfekt, dass auch jeder ihn abschießen kann. Und da drüben jetzt der Chiri, aber der Reload wird er da leider ja, keine Möglichkeit haben, drauf zu schießen. Der Black Prince hat sich auch wieder nach hinten verzupft. Denkt sich wohl, so gut war das jetzt auch nicht. Und jetzt kommt auf den Chiri doch drauf. Ja. Da so zu warten, Chiri. Wenn du weiterhin da stehen bleibst, kriegst du gleich noch eine. Also er hat hier eine tolle Übersicht. Und kann wirklich phänomenal wirken. Ist aktuell schon bei 4139 Schaden. Das ist eine Runde, wenn ich sie spiele, wo ich sagen würde, wow, das langt schon für das Ende. Aber er ist noch mittendrin, statt nur dabei. Der Black Prince schaut mal wieder ganz schön gewagt über die Düne. Ah, bisschen zu schnell, aber... Na, jetzt verzieht er sich wieder. Vielleicht lernt er das noch, dass da oben auf der Düne nicht so die clevere Position ist. So, dann halt der T49. Und jetzt kommt dann rechter Hand auch der T54 langsam gefahren. Ah, kommt dann nicht drauf. Dann nimm halt wieder... Dann der T32 halt dann. Wahnsinn. Das ist ein Sammelsorium an Zielscheiben schon fast, muss man ja sagen. Und der kriegt auch jeden Schuss durch. Das läuft wirklich phänomenal. Der RNG-Gott ist auf seiner Seite. Aktuell 5701 Schaden. Wirkungstreffer.
Also unglaublich, unglaublich, was der hier anstellt. Zeigt mal wieder, wie sensationell auch ein Deutscher sein kann, weil einfach auch natürlich die Kanone muss bei sowas mitspielen, weil wir sehen, er aimt auch nicht lange. Funktioniert einfach. Ah! Da bekommt er das erste Mal einen Schaden in der Runde und jetzt kommt der T-54 darum. Er gibt ihm da einen T-54, prallt an ihm ab. Jetzt kriegt er ihn rein. Er prallt ab am T-54. Und fahren lässt er sich jetzt da nicht. Oh, zählt er auch mit dem. Jetzt ist er in der Drehung und schaut gar nicht wirklich mit. So, jetzt rammt er ihn nochmal. Und da wird er zerstört. Kriegt immer noch keinen Kill. Ist bei 7125 Schaden. Holy moly, sag ich da nur. So, den T28 jetzt vielleicht mal weg. Nee, da kommt dann doch da drüben. Oh, trifft er nicht. Der T49. So, aber dann halt den T32. Weg damit! So, der jetzt also doch auch. 5 Kills. Jetzt langsam geht's auch mit den Kills. Der T28 muss jetzt auch mal weg. Ja, auch der klappt. Sehr schön. Da hat er seinen Krieger. Ah, schade. Auch der Black Prince wäre gleich der nächste Kill gewesen. Gefühlt hat er sie jetzt alle lang genug vorbereitet, um jetzt die Ernte zu sehen und dementsprechend die Killshots zu machen. Aber man sieht, so Black Prince, der kann schon sehr unangenehm sein. So, der IS leider jetzt ein Stück weg. Vielleicht doch den Black Prince. Okay. Ich glaube, jetzt wird er mal Richtung Black Prince fahren. Ich denke, jetzt hat er genug. Sein IS-3 hat den gegnerischen IS zerstört und jetzt, wie gesagt, holt er sich den Black Prince. So sieht es zumindest aus. Da ist er, der wartet. Und da wird er zerstört. 7. Kill. Bradley Walters noch drin. Braucht noch die Arti. Aktuell bei 8001 Schaden. Da ist die Arti. Was macht die denn da? So, Arti verschießt. Und jetzt kann er sie wegrammen. Bang. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Tolle Runde. 8461 Schaden gemacht. Phänomenal gelaufen. Ich würde mal sagen, Deutscher Stahl in Bestform. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ja, wenn ja, lasst mir einen Daumen da oder einen Kommentar natürlich auch sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.